Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin wieder zurück in die Zukunft. Ein ganz wunderbares Click-and-Point-Adventure von Telltale. Und dann gucken wir mal, dass wir den guten Marty ein bisschen weiterhelfen. Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Was für Marmelade? Okay, die Altliste sind an die Zeitungen. Ah ja, gut, wenn das ihr Lebenswerk ist, gell. Ah, was habe ich denn eigentlich nochmal? Ah, der Walkman. Das Aufnahmegerät. Also was bisher geschah. Edna. Bonbons. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Das kann durchaus sein. Ja komm, wer hat das nicht irgendwo, oder? Wenn man länger Zeit irgendwo wohnt. Gut, ich ziehe ziemlich oft um, deshalb habe ich sowas nicht. Aber immer wenn ich umziehe, finde ich natürlich auch so Schätze. Ja? Die hinter das Regal gefallen sind oder ziemlich weit hinten in so einem Schrank in der Küche stehen oder so. Gut. Stimmt schon, bei älteren Leuten ist immer ein bisschen... Wer kennt sie nicht, die berüchtigte Großtante oder Großmutter oder Urgroßmutter, die zur Weihnachtszeit irgendwelche Plätzchen, also Kekse bereitstellt, die sie selbst gebacken hat, Anfang November, und seitdem in der Schale, mitten im Raum, in der Heizung gelagert hat. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder das Zeug ist weich ohne Ende und schmeckt nach... ranzigem Fett oder die Dinge einfach knackehart und man hat die ganze Zeit Angst, dass einem die Blombe rauskommt beim Reinbeißen. Katzenschüssel. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Na gut, ne, verrückte alte Katzenlady. Klassiker. Gut, im Heizkörper können wir irgendwas machen. Katzenbilder, obligatorisch, wobei das sind ja Löwenbilder, oder? Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Jahren von Mad Dog Tannen erschossen. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Kennen wir doch auch, gell? Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Schon gut. Ach Gott. Okay, hier sind nur die Fotos. Okay, ja. Darf ich mal sehen? Nur zu, Schätzchen. Ah, Wiederaufbau im Februar 32, alles klar. Na, wer hat sich denn dann ein Film Wiederaufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Vielleicht lässt uns jetzt an die Zeitung. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie nicht anfassen! Okay, nein. Bonbonsings hatten wir schon. Bobby, wir müssen Heizkörper. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Das ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nicht an. Das hat doch geklappt. Sie ist weg. Auf, Mann. Ran an die Heizung. Heizung. An die Zeitung. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Das ist Doc!
Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn... Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie Nein! mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Marty? Wo hast du gesteckt? Und wie siehst du eigentlich aus? Das ist ein Kostüm. In unserer Schule steigt heute eine Halloween-Party. Halloween-Party? Im Mai? Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Bist du bereit, Einstein? Ah, DeLorean. Irgendwann. Irgendwann kaufe ich mal einen DeLorean. Wahrscheinlich, wenn ich so alt bin wie die Oma und mit dem Ding nicht mehr fahren soll. Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Gedacht, dass es die Straße auch schon damals gab. Also, hoffentlich gab es die Straße auch schon in den 30er. Hoffentlich hat der Beschuss von der Pistole keinen Schaden angerichtet. Ich hätte das Auto jetzt ein bisschen besser vielleicht irgendwo versteckt und getan. Einstein, wo willst du hin, mein Junge?
Junger Mann! Entschuldigung, junger Mann! Wer, ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straßenmeinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Das ist die Dings, die als Strickland. Ah, die ging ja mal, wie sie noch jung war. Sie können schreiben, ich wäre dafür, sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Ich komme vorbei. Steht mir was kalt? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los. Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Ich weiß nicht, ob man Corleone sagen soll, 1931 USA. Ach komm, Spaß muss sein. Michael Corleone. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein! Aus, mein Junge! Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden. Ich habe bei ihr eine Chance gehabt, bevor der Hund zugeschlagen hat. Na, selbst wie man wirklich bei so einer... 1931, wann war die Prohibition in den USA? 1919 gab es die Gesetzinitiativen, die großen, die dann... Ich glaube 1920 um den Dreh herum müsste dieses noble Experiment, das war ja glaube ich der Name damals, begonnen, ne? Die Prohibition von Alkohol in den USA, und ich glaube die ging bis 1933. Nur das wird hier noch passen. Das hat, die Prohibition von Alkohol hat die Menschheit gelehrt, dass es einfach Quatsch ist, sowas zu verbieten, weil das führt zu keinen Lösungen, das bringt nichts. Ne? Die einzigen, die damals profitiert haben von der Prohibition, war die Kriminalität. Ne? Das Verbrechen hat massiv profitiert, die haben einen riesen Reibach gemacht, haben die Politik und die Polizei korrumpiert und im Prinzip hat das ja keine Probleme gelöst. Alle Leute, die vorher schon Alkohol mochten, die haben auch weiterhin gesoffen, bloß haben die dann übel gebranntes, schwarz gebranntes, gemischtes, eingeschmuggeltes gesoffen, zu extrem überteuerten Preisen. Daran haben die Gangster einen Haufen Geld verdient, aber wirklich gebracht hat das nichts. Und das ist bis heute im Prinzip immer und immer wieder, es wiederholt sich, sei es Cannabis, sei es Kokain, sei sonst was, ist die Nachfrage ist da. Ja, solange die Leute das wollen, das Zeug, wird es immer jemand geben, der das anbietet. Und wenn man will, dass Leute mit was aufhören, dann darf man das denen nicht verbieten. Man muss denen erklären, warum es zum Beispiel schlecht für sie wäre. Ja, oder warum es besser wäre, darauf zu verzichten. Aber einfach bloß es zu verbieten hat noch nie was gebracht. Das hat höchstens noch Interesse geweckt. Ja, dann war es Verbote, dann war es illegal, das war dann cool. Aber die Prohibition hat uns bis heute gezeigt, es bringt nichts. Ne? Es bringt einfach nichts. Die Einzigen, die von Prohibition, also von Verbot, von bestimmten Dingen profitieren, das ist im Prinzip die das Verbrechen, weil die werden daran fett. Und die haben auch das Interesse daran, dass es legalisiert wird. Ja? Die größten Gegner von Legalisierung von Drogen ist die organisierte Kriminalität, weil die verdienen daran am meisten. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich würde sagen, das ist eine Doc-Suche. Wahrscheinlich ist er im Knast, würde ich mal sagen. Er ist ja noch nicht tot. Das war aber eine kleine Bar. Na gut, wir könnten mal kurz gucken. Hey,
Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Das ist ein Anwalt, eine Suppe. Na, dann komme ich schon vorbei. Ah, okay, weil... Okay. Du hast eine riesige Schüssel. McFly? Biff? Kid? Grandpa? Für dich, Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klar. ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was glotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab. In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seht zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. Okay. Hey, schon gut. Ich glaube, wir kriegen mal keine Infos, wo der Knast ist. Höchstens blaue Bohnen, wenn wir zu lange fragen. Aber interessant, dass er seinen Opa hier getroffen hat und dass der Opa offensichtlich für den örtlichen Gangsterboss arbeitet, der wiederum der Opa ist von Biff. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Polizeiauto. Ach, guck mal, Polizist. Da ist auch da schon mal irgendwo... Ach, guck an. Psst, Doc! Oh. Marty! Doc? Was machst du hier? Sie haben mich hergerufen, Doc. Hab ich? Wann? Am 14. Mai 1986. 1986? Das automatische Aufbürsystem! Natürlich! Das hätte ich fast vergessen. Wie lautet unser Plan, Sie herauszukriegen? Plan? Wir brauchen keinen Plan. Nicht? Nicht im geringsten. Die Polizei hat mich vor ein paar Wochen wegen des Feuers in der Bar festgenommen. Aber der Staatsanwalt hat keine Beweise. Sie werden mich morgen früh entlassen. Also bin ich sozusagen 50 Jahre in die Vergangenheit gereist, um Ihnen Ihr Auto zu bringen? Entschuldige bitte, aber es ist so wunderbar, dich zu sehen. Wir haben so einiges nachzuholen. Ja, ich glaube, wir sollten damit noch warten, Doc. Grundgütiger! Ich werde auf den Treppen des Gerichtsgebäudes von Gangstern erschossen. Aber warum denn das? Es passte Ihnen wohl nicht, dass ich Ihre Bahn niedergebracht habe. Lustig, Doc. Vielleicht sollten wir uns jetzt einen Plan einfallen lassen. Richtig. Aber was für einen Plan? Und wenn ich den DeLorean nehme, zurück in die Zeit vor der Verhaftung reise und verhindere, dass man sie schnappt? Denk nicht mal daran! Ohne meine Verhaftung könnten die Geschehnisse, die dich in die Vergangenheit geschickt haben, verhindert werden und zu einem Paradoxon von Kontinuum erschütterndem Ausmaß führen! Mann, oh Mann, wir sind gerade mal wieder seit 5 Minuten zusammen und Sie reden schon vom Ende des Universums. Das hat mir gefehlt. Mach dich nicht lächerlich, Marty. Ich meinte nur das Ende des Universums, so wie wir es kennen. Ausbruch?
Nun, ich schätze, ich könnte einfach etwas Dynamit holen und sie heraussprengen. Nein, das ist viel zu gefährlich. Nicht nur für mich. Auch die anderen unschuldigen Leute in der Vergangenheit könnten die Auswirkungen... Das ist es. Was jetzt? Meine Raketenbohrmaschine. Sie haben eine Raketenbohrmaschine? Das ist auf jeden Fall noch besser nicht. Als Dynamit. Ich habe sie noch nicht gebaut. Jetzt bin ich verwirrt, Doc. Hör zu. Vor einigen Monaten hat mein 17-jähriges Ich einen Patentantrag für eine Raketenbohrmaschine eingereicht. Ich gab das Projekt auf, weil ich nichts mehr vom Patentamt gehört habe. Aber der Prototyp müsste fast fertig sein. Großartig. Ich laufe schnell zu Ihrem Labor und... Nein, ich sagte fast fertig. Ich musste dabei helfen, ihn fertigzustellen. Wie soll ich eine halbfertige Raketenbohrmaschine in Ihre Zelle schmuggeln? Nein, ich meine mein Ich von 1931. Sie wollen, dass ich Ihr Ich von 1931 davon überzeuge, eine Raketenbohrmaschine zu bauen, um sie aus dem Gefängnis zu holen? Präzise! Das wird nicht einfach. Wenn ich mit Ihrem jüngeren Ich spreche, verursacht das nicht irreparable Schäden am Raum-Zeit-Kontinuum oder so etwas? Das sollte in Ordnung gehen. Die Idee des Raketenbohrers ist schon entwickelt. Du musst mein jüngeres Ich nur noch dazu bringen, den Prototypen fertigzustellen. Ja, okay, das ist was anderes. Man muss ihn jetzt verraten. Warum? Man muss ihn irgendwie motivieren. Das geht. Man muss ihn erzählen, Frau stehen auf sowas. Das funktioniert bei Männern immer. Wie soll ich Ihr jüngeres Ich davon überzeugen, den Raketenbohrer fertig zu bauen? Ihm erzählen, dass ich sein älteres Ich aus dem... Auf keinen Fall! Was auch immer du machst, du darfst meinem jüngeren Ich nichts über Zeitreisen erzählen. Die Inspiration für den Fluxkompensator bekomme ich erst 24 Jahre später. Was soll ich dann machen? Sei einfach so charmant wie immer. So wie ich mich erinnere, bin ich recht unkompliziert. Es sollte also ein Kinderspiel sein, mich zu einem wissenschaftlichen Experiment zu bewegen. Was? Er ist unkompliziert. Okay, sagen wir, ich mache bei diesem verrückten Plan mit. Wo kann ich Sie finden? Ich meine, das andere Sie. Woher soll ich das wissen? Das ist über 50 Jahre her. Warum gehst du nicht nach nebenan in die Suppenküche und rufst bei mir zu Hause an? Dort wird man wissen, wo ich bin. Suppenküche, okay. Halte dich nur von der Suppe fern. Sie wird dein Verdauungssystem irreparabel schädigen. Ich sollte wohl loslegen. Keine Sorge, Doc. Ich hole sie hier im Nu raus. Ich bin unbesorgt. Wenn mein jüngeres Ich sich mit dir zusammentut, seid ihr unaufhaltbar. Der war damals 17. 17-jährigen. Also mir fallen viele Adjektive ein für 17-jährige junge Burschen, aber unkompliziert ist da nicht dabei. Okay. Ich will aber sagen, ich setze einen Cut. Ja, sonst gibt es hier so ein langes Video, dann schimpfen mich wieder alle und dann werde ich wieder mit Steinen beworfen und Jehova brüllen Leute im Hintergrund und das wollen wir alles nicht. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns hier bald wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.